Wir spielen hier auf den Lucky Princess. Wir spielen eine andere Taktik jetzt. Und zwar Butler. Die Taktik funktioniert einfach überhaupt nicht. Ich weiß gar nicht, was man hier machen soll dann. Was spielt man jetzt? Man hat halt nur 6 Gold und jetzt roll ich jetzt. Wie bekomme ich jetzt Geld? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Müssen wir noch herausfinden einfach. Wir müssen das irgendwie schaffen. Einfach, wir müssen es einfach schaffen. Wirst du eigentlich eine Princess jetzt bekommen, dann könnten wir es schaffen. Wir rollen jetzt nur auf eine Princess. Weil ich glaube, wir schaffen alle Runden, oder? Ja, ich glaube, wir schaffen einfach alle Runden. Easy. Also die F jetzt easy und die danach, wenn 2 Ray Waves kommen, stimmt auch noch dann. Was soll da noch? Warte, wir rollen jetzt wieder auf eine Princess. Snake? Ja, dann können wir ab jetzt haben wir Ruhe. Ab jetzt haben wir dann Ruhe. Bam, bada, badam, bam, bam. Bam, bam, bam. So. Princess. 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 Kiegels, wenn die 0 Schaden machen, sieht so nice aus. Okay, der macht den jetzt weg. Der klippt jetzt den. Alter, der. Butler hat jetzt genau 2 aus. Alter, crazy. Cleaner Butler. Jetzt machen wir das hier für noch mehr Princess Chance. Princess Chance. Crazy. Nehmen wir. Gerne. Jetzt spielen wir den Royal Butler Princess Bild. Und der könnte übel OP sein sogar. Weil der Butler braucht Doppel XP. Und der gibt dann das Doppel ein Royal Tower, ist so eine Doppel-Doppel-Ding. Schon clean. Und clean, wenn man jetzt noch ein, zwei Snakes spielt. Und wir haben halt auch einfach die Snake-Ding. Also weißt du, wir haben komplett viel Platz jetzt. Wir müssen jetzt einfach nur Snakes spielen. So viele wie es geht und dann einfach die nur hochstecken. Dann haben wir automatisch, glaube ich, das Game gewonnen. Oder nicht? Doch, ich glaube schon. Wir haben halt kein Gold einkommen, muss ich gerade sagen. Deswegen spielt man hier noch eine Blume, glaube ich, einfach eine. Wenn sie kommt. Ja, wir warten, wie ist auf eine Blume. Ist auf eine Blume. Ja, schön. Jetzt haben wir noch ein bisschen Gold. Also 2 Runden ist jetzt nicht so viel, aber wir können auch die Princess hochleveln dann später. Und auch der Damage ist ganz nice. Ich glaube, damit kann man den Boss auch gut schaffen eigentlich. Welche Wave haben wir jetzt? Wenn jetzt da schon der Boss kommt, dann ist es ein bisschen schwierig. Okay, noch nicht. Nächste Runde. Und der gibt es schon 8-8 an den hier. Ich glaube, wir haben den Boss jetzt schon. Okay, noch eine Snake, sehr gut. Bam, hauen wir rein. Nächste Runde. Ja, ja, ja. Boss haben wir auf jeden Fall. Das ist ja übel nice. Der, ich liebe so spaßige. Deswegen spiele ich auch Epic Auto Towers, halt ich momentan so. Könnt ihr mich besser sehen, auch wenn ich so nach hinten gewollt bin. Bin ich ein bisschen größer. So, rollen wir weiter. Bam. Und eine Snake, hauen wir rein. Blume nicht. Der Boss wird jetzt so. Ui, guckt euch das jetzt an. Kommt 10 mit dem 9 mit Damage, 8 mit Damage, 7 mit Damage. Allein die Snakes haben den schon fast gehalflife. Das ist so crazy. Easy Wave. Das sind ja so dumme Sachen, ne? Wir machen das hier nach. Aber es geht gar nicht auf Rares, gell? Bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube nicht. Doch hier Bam. Oder Bam. Bam, weil wenn wir noch eine bekommen, sind sowieso das gleiche wie als wenn hier noch eine steht. Ich glaube, die Teile gehen nicht auf Rares. Das steht hier zwar nicht, aber das heißt, wir machen die jetzt auch an Commons, die nicht Blume oder Snakes sind. Mit sich noch 2 Plätze, was spielen wir hier? Ja, weiß ich nicht. Alter, bin ich lucky. Alter, bin ich lucky. Holy shit. Crazy. Aber es ist so oder so free. Aber das ist halt jetzt so satisfying, ne? Es gradet sich alles ab, das ist doch wunderschön. Porsche will ich auf jeden Fall nicht spielen. Check machen.
Oh nee, warte, ich glaube, wir wollen es noch auf Princess und Butler. Butler auch nicht, wir gehen nur auf Princess. Ich will Princess noch eine höher machen. Wir wollen jetzt auf ein viel, vieler Goldeinkommen. Das ist ganz nice. Hier 78. Bam! Easy. Wie viel gibt der? Plus 12, plus 12. Nice. Nochmal Rarity Upgrade für mehr Princess. Princess. Prince. Prince. Alles geplant. Easy. Ich bin. Warte. Plus. Okay, der ist gleich auch wieder ein Level hoch. Dann gibt er schon. Ich glaube, 8 gibt er dann mehr. Also 2 mehr, ne? Das heißt, 16 plus auf den. Und 16 plus auf Digga. Also, wir haben jetzt schon eigentlich schon gewonnen. Digga, Butler. Prince ist ja so nice. Oh, ist das nice. Princess. 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 Yes. Schlau. Schlau, sehr schlau. Digga, wenn die gleich 6 plus 6 gibt, einfach 6 Gold und hier einfach 12 XP auf den Digga, das ist übel übertrieben dann. Auch Butler am Royal Tower ist einfach eigentlich ein Instant Win. So viele Sachen, die ein Instant Win sind, ne? Wir rollen es aber nicht. Ich will jetzt noch die Prinz 1 höher machen. Wie viel macht denn er jetzt schon? Plus 16, plus 16 habe ich gerade schon ausgerechnet, ne? Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich übel viele Tower nicht sehe unten und ich glaube, ich habe auch damit recht. Wie viel Speicherplatz ich noch habe? Ja, das geht noch klar. Easy. Bam, die Teile fahren gegen den Royal Tower. Auch oh, gut, das Geld. Und jetzt gehen wir wieder 10 Rolls of Princess. Oder Flower. Princess oder Flower. Princess. 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 Oder Flower. Princess. 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 Ah, schade. Na, der ist jetzt schon nicht so, ne? Ja, auf jeden Fall, ne? Junge. Ist auch so eine Pre. Also Butler, oh, am Anfang ist auch dann kostenloser Win. Weil die Snake Tower schafft man automatisch. Weil du brauchst ja nur die Snake Tower. Und dann hast du automatisch gewonnen quasi. Ob man die Princess oder sowas bekommt, ist auch relativ egal dann. Ein bisschen reingelackt, aber wir haben eigentlich gar nicht so reingelackt. Weil wenn das Rarity-Teil dann ist, kommt auf jeden Fall die Princess irgendwann. Noch so viele Snakes unten hole ich jetzt. Könnten. Oh, nice. Schön. Bam. Bam. Vielleicht noch eine Blume. Schade. Und jetzt gleich geht's richtig ab. 12 plus 12 gleich auf den. Alter, 6 Gold. 12 XP auf den pro Runde. Der gibt jetzt schon 20, 20 an den pro Runde. Ist so nice. Das ist eine Selbstläufer-Kombo. Und die Snake haut hier komplett auch nochmal rein. Sieht man hier. 12 mehr Schaden bekommt der. Das ist ja crazy. Ich finde, das allein sieht so dumm aus. So. Was machen wir jetzt? Ach, ich will eigentlich gar nicht die Snake spielen, das ist dann so langweilig wieder. Was können wir denn noch spielen, was hier so lustig wäre? Die haben so viele Snakes. What? Kommen so viele Snakes. Was können wir hier spielen? Das heißt, wollen wir die drauf machen? Also, vielleicht wollte ich noch eine Flower spielen. Aber nee, ich mach die drauf. Princess. Mein, wohl, warte. Was können wir hier noch spielen? Eigentlich wäre alles langweilig, was wir da spielen würden. Machen einfach noch eine Princess da neben dran. Nein. Nach dem Boss bekommen wir noch welche. Und wir müssen jetzt aber dann sparen, ne? Aber ich glaube, es geht sich aus. Ich glaube, das geht nicht mehr, oder? Ach, er doch die Runde und doch danach. Er geht auf jeden Fall noch ein Level hoch. Sehr, sehr schön. Digga, ich bin so. Es ist gerade so spät, aber ich bin so glücklich, weil die einfach so einen Spaß macht. Einfach so viel Gold einfach dadurch. Bam, gehen wir rein. Der Boss wird jetzt ein bisschen schwieriger, ne? Bam, bam. Oh nein, er hat doch so viele Leben. Wie wollen wir das schaffen? Das geht doch gar nicht jetzt. Und bam, tot. So, dann machen wir das hier. Dann können wir wenigstens noch hier. So, Princess nochmal. Bam. Oh, wir haben zu wenig Gold. Bam. Und das war's dann auch.
Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend und schlaf gut. Ciao.